damit hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute eine weitere Folge der Detroit Red Wings Karriere. Letzte Folge hatten wir die Kaderplanung. Jetzt ist die Vorsaison dran und dann geht's in die Saison. Wir schauen uns heute nochmal die Reihen an, die Analysen, wie alles strukturiert ist. Wir machen die Vorsaison und dann, ja, werden wir weitersehen. Wir gehen erstmal in die Reihen und schauen uns die mal an. Also wir haben die erste Reihe wie letztes Jahr, Stützle, Larkin, Raymond. Eine super Reihe. Hier beide außen, 21 und er 27 und das ist völlig okay. Super erste Reihe. Auch die zweite hat sich verbessert. Eklund, Reiche, war ich jetzt nicht ganz zufrieden die Saison, aber das kommt noch alles. Das ist nicht schlimm. Und dann haben wir ja Vladimir, unser wichtigster Neuzugang, würde ich sagen. Wir hatten leider kein Patrick Kane oder Pertuzzi, glaube ich, bekommen. Deswegen mussten wir das so machen. Jetzt haben wir hier Lundeström, Frederik und Batting. Bin ich auch zufrieden mit. Es ist eher auch hier ein paar Junge mit dabei, die so ein bisschen höheres Rating bekommen, alles. Und die Älteren sind für die Erfahrung da. 27 ist für mich schon ein bisschen älter, deswegen schauen wir mal in die Verteidigung. Hier haben wir natürlich Seth Jones und Moritz Seider. Moritz Seider natürlich unser... Jeder ist wichtig, aber Moritz Seider ist der wichtigste Verteidiger, finde ich. Jones. Dann haben wir hier Wallmann, Lindeström, Mata und Nikolas. Nikolas ist noch jung, Lindeström ist noch jung. Und dann haben wir hier noch auf der Reserve Clifton. Dann ihn als jung, die könnten wir vielleicht auch mal reintun in die ersten paar Spiele. Jakob, schauen wir mal nach, könnte für ihn hier rein. Ist ja nicht ein schlechteres Rating fast. Und im Tor haben wir Hasso und Uku Pekka Lukonen. Lukonen soll dieses Jahr ein bisschen mehr spielen. Genau, die Preise habe ich alles gemacht. Wir schauen jetzt erstmal auf die Eigentümerziele. Wir sollen 32 Mal vor ausverkauftem Haus. Wir sollen das erste Spiel gegen Toronto gewinnen am 23.01. Und 19 Auswärtssiege einfahren. Das wird schwierig. Ich weiß nicht, wie wir letztes Jahr waren, wie auswärts wir waren. Aber das werden wir hinbekommen. Dann gehen wir jetzt mal gegen Buffalo rein. Ich werde die Spiele trotzdem ein bisschen zeigen am Ende. Wir verlieren das Auftaktspiel in der Vorsaison mit 6:0. Da ist noch ganz viel schief gelaufen. Quinn und Marshall nehmen uns hops, würde ich jetzt mal sagen, im letzten Drittel. Aber die Vorsaison hat nie was zu sagen. Moritz Seider lehnt das Angebot ab. Lucas Raymond bleibt. Also wir müssen schauen, dass wir unseren Moritz Seider behalten. Wo hier ein Angebot? Mal gucken, was der hier so kann. Warum wird das angezeigt? Jetzt müssen wir Moritz Seider irgendwie noch verlängern. Aber warum haben wir so wenig Gehaltsbudget? Wir müssen einen abgeben. Und ich glaube, das wird Seth Jones. Und holen uns dafür einen Jüngeren. Wir können sonst Moritz Seider nicht verlängern. Und das kann ich nicht machen. Also wir müssen einen Ersatz finden für Seth Jones. Wir können jetzt Moritz Seider hier ein Angebot machen. Und wir machen ihn auch ein großes. Und Schneider, wir haben uns Schneider. Aber ich glaube, das ist ein Deutscher. Deswegen, Schneider kommt. Und noch einer kam. Genau, wir haben Schneider als Verteidiger geholt. Ich habe nicht gewusst, dass er so viel verdient. Deswegen ist es auch vielleicht gerade gut, dass er gegangen ist. Und wir haben uns Matthias Samuelsson. Ist noch 23, 79, war ein guter Draft, hat auf jeden Fall Potenzial,
Das ist natürlich auch, was ich immer möchte. Was wir noch machen, die Trikotnummern anpassen. Das wird euch vielleicht jetzt etwas weniger interessieren, aber das ist wichtig, finde ich. So, haben wir gemacht. Jetzt geht's gegen Boston. Auch gegen einen guten Gegner. Und wir verlieren das Spiel mit 7-4. Es fallen viel zu viele Tore. Wir haben 4 Tore geschossen. Das ist super, aber ja, ich bin noch nicht ganz zufrieden hiermit. Aber das kommt noch, hoffentlich. Und wir geben mal wieder die Führung her. Wir geben eine 5-2 Führung her. Obwohl wir wieder mehr Schüsse haben. Was ist hier los? Also das ist so ein unberuhigendes Gefühl. Schneider ist da. Wir müssen jetzt noch hoffen, dass halt Moritz Seider bleibt natürlich. Der könnte was bewirken hier. Den holen wir uns. Ab ins Team mit dir. Hä? Wie viel will er dann noch haben? Ich habe ihm richtig viel gegeben. Er ist ein Topverdiener. Aber wenn er das werden will, müssen wir jetzt nochmal schauen, ob wir jemanden wegbekommen. So, wir haben jetzt etwas mehr. Mal schauen, ob er es jetzt annimmt. Wir gehen auf... Es ist viel zu viel. Aber ich möchte ihn ja behalten. Deswegen müssen wir viel für ihn bezahlen auch. Wir gewinnen dieses Spiel mit 4-3. Wir holen ein 2-0 auf und gewinnen dann am Ende. Sehr stark. Und jetzt geht es weiter gegen Lightning. Es sind noch, ich glaube, 3 Testspiele. Und wir gewinnen dieses Spiel mit 3-2 gegen Lightning. Jetzt gegen Florida Panthers. Und Moritz Seider bleibt bei uns. Die nächsten 7 Jahre auf jeden Fall, glaube ich. Oder 4 Jahre. Ein Baustein ist gelegt. Und wir gewinnen dieses Spiel mit 6-1. Ich hatte euch noch gar nicht unseren Neuzugang erzählt. Wir haben uns Günther geholt. Ist 19, kann ich euch gleich mal zeigen. 19 hat eine 80. Ich zeig's euch mal. Hier, 20, hier, 20, 82, ist glaube in einem Jahr einer der besten. Warum sind die hier so umgestellt? Das möchte ich nicht. Er hatte eine 91 oder so, glaube ich, oder? Oder war eine Fragezeichen, ich bin mir nicht ganz sicher. Und jetzt geht's gegen Toronto. Und wir gewinnen das Spiel mit 5-3, was sehr eng wurde. Wir haben das erste Drittel 3-0. Dann 3-2. Dann haben die es 3-3 noch gemacht. Und aber Schüttel, Larkin machen das Tor. Damit ist es am Ende doch gut geworden. Bin ich ehrlich. Wir haben 3 Spiele erst verloren und dann aber 4 gewonnen. Bin ich ehrlich stolz. Buffalo hatte 6 Siege, eine Niederlage, aber dann geht's in die Saison. Wir spielen dann gegen Buffalo, Boston, Dallas, Boston, Arizona und Wild. Wir werden das Auftaktspiel spielen gegen Buffalo. Ich hoffe, dass wir das gewinnen irgendwie. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, abonniert die Glocke. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video, zur Saisonauftakt. Heute war eine, eine sehr komische Folge. Moritz Seider wollte erst nicht verlängern, dann hat das Geld nicht gestimmt. Dann mussten wir Spieler verkaufen. Aber ich denke, durch die 1-2 Wechsel haben wir das Team ein bisschen aufgefrischt und haben es vielleicht auch verbessert für die nächsten Jahre. Wie gesagt, lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen dann uns zur ersten Folge, also wieder zur ersten Folge, wenn man es so nimmt, zum Saisonauftakt. Und dann hören wir uns.